Schauen wir uns ein Beispiel an zu Zufallsvariablen. Ein Glücksrad bleibt nach dem Drehen rein zufällig auf einem von insgesamt 50 Feldern stehen. Bleibt es auf einem der 10 blau gefärbten Felder stehen, so wird ein Gewinn von 5 Euro ausgezahlt, bei den 5 grünen ein Gewinn von 10 Euro, bei dem einzigen roten ein Gewinn von 100 Euro und bei den anderen 34 Feldern ein Gewinn von 0 Euro, also kein Gewinn. Der erste Teil der Aufgabe ist, sei x die Gewinnvariable, wie groß sind Erwartungswert und Varianz? Im Rezept haben wir gesagt, dass wir immer zuerst bestimmen, welche Werte die Zufallsvariable x annimmt. Und die Zufallsvariable x ist ja hier definiert als die Gewinnvariable. Und wir haben einen Gewinn von 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro und 0 Euro. Das heißt, für den ersten Fall haben wir 5 als Zahl. Die Einheit Euro lassen wir jetzt weg. Dann haben wir noch 10 Euro im zweiten Fall. Im dritten Fall haben wir 100 Euro und im vierten Fall 0 Euro. Das sind die Werte, die die Zufallsvariable x annehmen kann. Jetzt legen wir die Laplace'sche Wahrscheinlichkeitsverteilung zugrunde. Da haben wir ja gesagt, die ist definiert als Anzahl der Elemente im Ereignis durch Anzahl aller Elemente. Und in unserem Fall haben wir Felder anstatt Elemente und wir haben 50 Felder, also ist dieser Wert 50. Und wir bestimmen die Wahrscheinlichkeiten. Dazu schreiben wir immer wie folgt, nämlich p x, groß x diesmal für die Variable, ist gleich den kleinen x-Wert, im ersten Fall 5. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir 5 Euro gewinnen, heißt das ausgesprochen, beträgt, es gibt 10 blau gefärbte Felder, 50 insgesamt, also 10 Fünfzigstel. Ich gehe analog vor für die zweite Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen 10 Euro, x gleich 10, ist, es gibt 5 grün gefärbte Felder, also 5 von 50. Ebenso für den Gewinn von 100 Euro. Es gibt nur ein Feld, wo ich 100 Euro gewinne, also ist das 1/100. Und die Wahrscheinlichkeit, 0 Euro zu gewinnen, habe ich, wenn ich auf einem der 34 weißen Felder lande, also 34/100. So, das ist der zweite Schritt. Hier jetzt nochmal zur Erinnerung, was wir eben berechnet haben. Und jetzt gehen wir daran, Erwartungswert und Varianz zu bestimmen. Das ist ja die Aufgabe. Das heißt, wir werten diesen Ausdruck aus. Ich schreibe hierhin e von x. Also Erwartungswert der Gewinnvariable ist. Und jetzt steht hier erster Wert mal Wahrscheinlichkeit, dass der erste Wert eintritt. Der erste Wert war ja 5. Hier ist nochmal alles zusammengefasst von eben. Also steht hier 5 mal die Wahrscheinlichkeit, dass er eintritt, ist 10/50. Plus jetzt das gleiche für den zweiten Wert. 10 mal Wahrscheinlichkeit, dass dieser eintritt, war 5/50. Plus 100 mal 1/50 und plus 0 mal 34/50. So, das können wir jetzt in den Taschenrechner eingeben. Dann erhalten wir 250. Oder wenn wir kürzen, 4. Das heißt, wir erwarten einen Gewinn von 4 Euro. Jetzt bestimmen wir noch die Varianz. Das geht, indem wir diesen Ausdruck bestimmen und der e von x Quadrat Ausdruck fehlt noch. Den kriege ich, indem ich in diesem Ausdruck hier für x einfach x Quadrat einsetze. Das heißt, der Ausdruck ist genauso wie der hier, nur habe ich anstatt diese Zahlen hier vorne dieselben Zahlen quadriert. Das heißt, hier steht nicht 5, sondern 5 Quadrat mal 10/50 plus 10 Quadrat mal 5/50 plus 100 Quadrat mal 1/50 und plus 0 Quadrat mal 34/50. Kann ich auch wieder im Taschenrechner eingeben, dann erhalte ich 10.750/50 oder nach Kürzen 215. Und wenn ich jetzt
hier einsetze für die Varianz, dann steht da e von x Quadrat minus, also erstmal e von x Quadrat war das, minus e von x zum Quadrat. Also 4 zum Quadrat. 4 Quadrat sind 16 und 215 minus 16 sind 199. Das heißt, wir erwarten 4 Euro, aber eine Abweichung, wir haben dabei eine Abweichung von 199 Euro. Und das heißt, dass die 4 Euro eher, obwohl die der Erwartungswert sind, eher selten angenommen werden als Gewinn.